Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Katholischen Haltern am See und einem weiteren Teil in unserer Serie der mystagogischen Kirchenführung. Heute geht es um den zweiten Brennpunkt der Ellipse, wie wir sie beim letzten Mal kennengelernt haben, den Altar. Auf dem Altar befinden sich 5 Weihekreuze in den 4 Ecken und 1 in der Mitte. Diese Weihekreuze spielen bei der Altarweihe eine wichtige Rolle. Hier wird der Altar mit Chrisam geweiht und mit Weihrauchkörnern werden dort verbrannt. Das macht deutlich, was in der Eucharistie im Altar geschieht. Das genau zu beschreiben ist zum einen kompliziert und es wirklich zu begreifen eigentlich nahezu unmöglich. Es bleibt letztendlich ein Mysterium, ein Geheimnis. Ich versuche es trotzdem. Eine theologische Lehrformel besagt: Hier am Altar vergegenwärtigt sich das einmalige Kreuzesopfer Jesu Christi. Das muss sicherlich noch weiter erklärt werden. Zunächst zum Begriff Vergegenwärtigung. Was meint das? Das heißt nicht irgendeine Erinnerung an etwas Vergangenes, sondern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen in der Eucharistie hier am Altar in eins. Vergangenheit bedeutet, es ist so, als ob wir damals mit im Abendmahlsaal dabei sind. Wir nehmen am Abendmahl Jesu teil und stehen mit ihm unter dem Kreuz. Gegenwart bedeutet, dass wir jetzt hier und heute Eucharistie feiern und am Mahl teilnehmen. Und Zukunft meint, dass wir die Vorausschau auf das ewige Mahl im Himmel haben. In der Eucharistie steht sozusagen der Himmel für uns Menschen offen. Besonders deutlich wird das, wenn wir in der Eucharistiefeier das Sanctus, heilig, heilig, heilig singen. Beim Propheten Jesaja und in der Offenbarung des Johannes wird beschrieben, wie die Engel am Thron Gottes dieses heilig, heilig, heilig singen. Und wenn wir das in der Messe auch tun, haben wir daran Anteil. Wir tun eben das Gleiche, was die Engel im Himmel tun. Das ist kein Nachspielen, sondern wir stehen selber am Altar Gottes